Ich bin Florent von Rauers. In diesem neuen Video zeige ich Ihnen zwei neue Leuchten aus der NanoLEDs-Produktfamilie, die wir anschließend vergleichen. Die runden NanoLEDs und die vertikalen NanoLEDs. Die runden NanoLEDs sind absolut revolutionär. Sie sind sehr klein, kompakt und lassen sich praktisch überall anbringen. Es ist der kleinste Blitzer auf dem Markt mit integrierter Elektronik. Der Hauptvorteil dieser Leuchte ist, dass man sie am Rückspiegel, außen, im Kühlergrill oder an der Stoßstange befestigen kann und die Motorkühlung nach dem neuen WLTP-Messstandard nicht behindert wird. Die NanoLEDs Vertikal erfüllt die Nachfrage nach einer vertikal positionierbaren Leuchte. Federal Signal Vama hat ein neues Fresnel-Glas entwickelt, so dass die Leuchte in dieser Position montiert werden kann und die Richtlinie R65 erfüllt. Sie kann vorn am Fahrzeug als blauer Frontblitzer oder am Heck als Markierungsleuchte angebracht werden. Fassen wir zusammen. Die runde Leuchte besteht aus 5 LEDs mit hoher Lichtintensität. Sie hat einen Durchmesser von 31 mm. Sie ist erhältlich in Blau, Gelb oder Rot. Sie erfüllt die Richtlinie R65 mit 6 anderen Blink-Modi in Klasse 1. Sie lässt sich ebenso leicht auf einer Fläche montieren wie einbauen. Die Spannung liegt zwischen 10 und 30 Volt. Das zweite Modell, das NanoLED Vertikal, besteht aus 6 LEDs mit hoher Lichtintensität. Sie besitzt genau dieselben Merkmale wie die anderen NanoLEDs. Sie ist auch als Cruise Lights erhältlich. Erhältlich ist sie auch in Klasse 1 und Klasse 2 und die Spannung beträgt 10 bis 30 Volt. Besuchen Sie uns auf rauers.de und abonnieren Sie unser YouTube-Programm.